Ja, im letzten Teil von dem Video über das wissenschaftliche Schreiben soll es über die Güte des Schreibens selbst gehen. Ja, also im ersten Teil ging es eher so um die Einführung zu dem Thema, im zweiten Teil um die Struktur. Und jetzt soll es wirklich darum gehen, wie können wir das möglichst klar formulieren, sodass es einfach verständlich wird. Und ich habe euch vielleicht so ein bisschen gechallenged mit meinem T-Shirt, was hier in Spiegelschrift irgendwas schreibt, wo ihr vielleicht schon versucht habt, das zu lesen. Natürlich ist das, was wir jetzt hier nicht besprechen. Natürlich gehen wir davon aus, dass das in der Sprache ist, die man sprechen kann, dass das in genauso geschrieben ist, wie man das sonst schreibt. Aber wir werden sehen im Rahmen von dieser Vorlesung, dass es viele andere Möglichkeiten gibt, die das zu verklausulieren und dass es nicht so leicht erkennbar ist, worum es eigentlich geht und warum das eigentlich so wichtig ist. Zuerst einmal, warum sollten wir uns Gedanken machen über die Qualität vom Schreiben? Warum ist das eigentlich wichtig? Und dafür gucken wir einfach mal andersrum drauf. Was passiert denn, wenn die Qualität nicht stimmt? Ein Beispiel ist, Mehrdeutigkeiten im Text bedeuten, dass ich Fehlverständnisse habe von der Arbeit, dass es zu Missverständnissen kommt, wenn ich Sachen obskur, verschleiert irgendwie darstelle, dann haben die Leser einen enormen Aufwand zu verstehen, was eigentlich dahinter steht, was war eigentlich meine Intention, was war eigentlich meine Idee und wie sieht meine Umsetzung aus und was sind eigentlich meine Erkenntnisse, mein wissenschaftlicher Gewinn sozusagen oder mein wissenschaftlicher Beitrag. Je schwerer das wird für die Leser, desto weniger Leser werde ich haben und desto weniger Impact werde ich haben. Das heißt, das ist aber sozusagen eher diese wissenschaftliche Sicht. Natürlich kann man jetzt gucken, die meisten von euch gehen nicht in die Wissenschaft, aber wir wollen natürlich trotzdem, oder das hat trotzdem Konsequenzen, wenn ihr schlecht schreibt. Nämlich ihr schreibt Seminararbeiten, ihr schreibt Bachelor- und Masterarbeiten. An den Stellen habt ihr sozusagen mehrere Nachteile. Das eine ist natürlich, im schlimmsten Fall kann eine Arbeit abgelehnt werden, unter Umständen habt ihr aber einfach eine schlechte Note. Was ihr aber automatisch bekommt, ist schlechtere Gutachten, schlechteres Feedback. Warum? Ihr wollt ja eigentlich inhaltliches Feedback zu eurer Arbeit haben. Tatsächlich kann man inhaltliches Feedback aber nur geben, wenn das geschriebene Wort schon so gut ist, dass man es verstanden hat und dazu inhaltliches Feedback geben kann. Das heißt, umso schlechter euer Schreibstil ist, umso mehr kriegt ihr nur textuelles Feedback, Feedback, wie man schreibt, wie man besser schreibt, und umso weniger könnt ihr euch auf den Inhalt konzentrieren und umso schlechter wird insgesamt auch die wissenschaftliche Leistung dabei. Das heißt, schlechtes Schreiben führt sowohl bei Bachelor- und Masterstudenten als auch bei Doktoranden zu Frustration, zu wenig Impact, und das sogar, wenn es die weltbeste Idee war in den letzten 10 Jahren und ihr hattet die, aber wenn die einfach keiner versteht, wenn die einfach nicht in die Welt rauskommt, dann nützt sie nichts. Ja? Dann ist es schön, dass es die weltbeste Idee ist. Wir werden es nie wissen, ob es die weltbeste war, weil, ja, weil es eben keiner liest. Und ihr seht an diesem Beispiel, ich habe hier einen kleinen Fehler angebaut, nicht ganz absichtlich, aber even if for worlds passt natürlich nicht. Und genau das ist der Eindruck, der dann entsteht, wenn ich Fehler mache, wenn das Schreiben nicht perfekt ist, wenn Flüchtigkeitsfehler drin sind, suggeriert es automatisch, dass das irrelevant ist. Weil wenn es relevant ist, würde man sich so viel Mühe geben, dass man es quasi besser darstellt, und wenn es ja nicht so wichtig ist, nicht so entscheidend ist die Arbeit, dann ja, gibt man sich weniger Mühe und dann sieht die Präsentation auch schlecht aus. Das heißt, das ist natürlich ein Vorurteil, aber da steckt natürlich auch oft einiges dahinter. Ja? Das sozusagen, ähnlich wie ich euch das eben mit dem Feedback erklärt habe, man kann das inhaltliche Feedback nur bekommen, wenn das Schreiben schon stimmt. Und insofern, ja, gibt es da tatsächlich diese Korrelation. Gut. Warum sollten Studenten jetzt eigentlich wissenschaftliches Schreiben lernen? Ja? Warum fordern wir von euch, dass ihr Seminararbeiten schreibt, dass ihr Bachelor- und Masterarbeiten schreibt? Ein Ziel des Studiums ist klar, fachliche Inhalte zu vermitteln, aber ein viel wichtigeres Ziel ist, dass ihr befähigt werdet, wissenschaftlich zu arbeiten. Das heißt, mit einem Masterabschluss könnt ihr eine Promotionsstelle antreten, wenn der Masterabschluss gut genug war. Ihr sollt aber auch in die Lage versetzt werden, Literatur, Forschungsliteratur kritisch zu beleuchten und zu hinterfragen und nicht nur Forschungsliteratur im engeren Sinn, sondern auch Bücher,
was in Büchern steht, ist nicht Gesetz und nicht alles stimmt, bloß weil es in Büchern steht. Und genauso ist das natürlich auch mit einem Zeitungsartikel und ähnlichem. Das heißt, wir wollen natürlich auch euren kritischen Blick schärfen, wenn ihr was lest, dass ihr immer überlegt, inwiefern stimmt das. Und ich meine, in der heutigen Zeit mit Fake News und ähnlichem ist das natürlich auch eine wichtige Eigenschaft für euch selbst im Alltag. Dazu ein Punkt, den kann ich nicht oft genug wiederholen. Wissenschaftliches Schreiben braucht wissenschaftliches Lesen. Das war auch im letzten Teil schon einer der Slogan, wobei, das habe ich jetzt gerade falsch gesagt, genau. Das haben wir beim letzten Teil besprochen. Wir müssen quasi lesen, um zu schreiben. Aber wir müssen auch, um wissenschaftlich zu arbeiten, müssen wir schreiben können. Das heißt, um euch diese Befähigung zu geben, zur Wissenschaft zu arbeiten, müsst ihr eben auch schreiben können. Jetzt ist der Punkt, jetzt könnte man sagen, ja, schreiben kann man oder kann man nicht. Ja? Also entweder man hat das Zeug quasi ein Poet zu sein und Gedichte zu schreiben oder man hat es eben nicht. Und so ist es hier nicht, sondern das ist was, das muss man lernen. Man muss lernen, sich gut auszudrücken. Und das wissenschaftliche Schreiben unterscheidet sich deutlich von dem, was man sonst in der Schule lernt. Natürlich, viele Stellen werden euch jetzt vielleicht bekannt vorkommen. Von der Schule, aber das geht weit darüber hinaus und es ist, sind viele Sachen zu beachten, die man sonst beim Schreiben, allgemeinen Schreiben eben nicht hat. Es kann erlernt werden, man muss es praktizieren, um es zu erlernen und das ist nicht so, dass man auf das Talent hoffen muss oder eine Inspiration braucht. Und ein relativ entscheidender Punkt, und ich glaube, das sollte für euch die Hauptmotivation sein, ist, wissenschaftliches Schreiben schult euer Denken und damit auch, wenn ihr mit jemandem sprecht, sprecht ihr, wenn ihr wissenschaftlich schreiben könnt, sprecht ihr anders mit der Person. Ihr habt andere Argumente, die ihr liefert, ihr habt eine andere Art und Weise, wie ihr mit der Person sprecht. Und das verändert quasi auch das Denken bei euch und das ist auch das, was wir erreichen wollen im Studium. Gut, jetzt ist das so, man könnte sich das vorstellen, wissenschaftliches Schreiben, wie passiert das? Ne? Man macht erst die Forschung, macht da seine Experimente und danach schreibt man das alles auf und dann ist es erledigt. Ich glaube, dass das die Vorstellung tatsächlich von 95% der Studenten ist, wenn sie ankommen, wahrscheinlich sogar 99%. Aber tatsächlich passiert es anders. Es gibt einen Prozess dahinter. Und der wichtigste Tipp sozusagen für das wissenschaftliche Schreiben ist, so früh anzufangen mit dem Schreiben wie möglich. Das heißt, irgendwann schreibt ihr eine Bachelor- oder Masterarbeit oder ihr schreibt vielleicht gerade eine Seminararbeit. Und für diese Arbeit ist es gut, möglichst viel schon zu schreiben. Wie sollte man schreiben? Wir haben schon über eine Outline gesprochen im letzten Teil, ja, als es um die Einleitung ging, weil das einer der schwersten Teile ist, zum Schreiben für eine wissenschaftliche Arbeit. Warum nicht sozusagen diese Outline hernehmen und die schon mal mit jemandem besprechen? Also ihr habt Kommilitonen, ihr habt, wenn ihr Doktorand seid, habt ihr Co-Autoren, sprecht mit denen das ab, bevor ihr alles aufschreibt. Weil natürlich ist es viel mehr Aufwand, das später wieder umzuändern, da kommt man nicht drum herum, das ist einfach so, aber es ist natürlich einfacher, so ein paar Stichpunkte zu haben und zu sagen, ich will einen Absatz darüber, einen Absatz darüber, einen Absatz darüber. Darüber zu sprechen und zu sagen, ist das jetzt der richtige Weg? Man kann diese Stichpunkte leicht hin und her schieben und abändern. Referenzen braucht man, das hatte ich schon angedeutet, gerade die Einleitung, aber auch für die gesamte Arbeit. Und hier ist es ganz entscheidend, diesen Tipp gibt es in jedem Hinweis zum Wissen oder guten Hinweis zum wissenschaftlichen Schreiben. Das macht man nicht, Referenzen sucht man nicht, während man schreibt. Ja, also es gibt einen separaten Teil, wo man sich Literatur anguckt, dann sucht man sich diese Referenzen raus und packt die sich quasi zu diesen Stichpunkten und schreibt dann den Text. Und wenn man beim Textschreiben merkt, man schreibt den Absatz und merkt, oh, hier behaupte ich was und dafür brauche ich ein Zitat, dafür brauche ich eine Referenz, dann sucht man das, macht man sich ein To-Do an die Stelle und dann sucht man das quasi später nach. Gut. Und das Prinzip ist nicht, es gibt nicht die wissenschaftliche Arbeit, die irgendwie einmal geschrieben wird und dann fertig ist. Das gibt es natürlich teilweise bei Seminararbeiten und Abschlussarbeiten, aber im Allgemeinen ist es so, man schreibt einen Entwurf, kriegt Feedback und überarbeitet das später. Und tatsächlich, unter Umständen braucht man auch viele Revisionen, gerade wenn man so, ja, hochqualitatives Schreiben machen will, dann braucht man durchaus mal auch mehr als 10 Revisionen. Ja, das heißt, wenn ihr
ganz hochgerankte Publikationen seht oder das Beispiel, was ich auch in den letzten zwei Teilen hatte, von Alexander Knüppel, da stehen mehr als 10 Iterationen dahinter. Das heißt, da wurde ein Text geschrieben, der wurde wieder umgeschrieben, dann gab es oder es gab Feedback dazu und wurde umgeschrieben, Feedback, umschreiben, Feedback, umschreiben. So ziemlich alles, was wir tun, braucht ein Schedule, wir brauchen einen Zeitplan und genauso braucht das Schreiben einen Zeitplan. Man muss sich einen Zeitplan machen, man muss sich vor Augen führen, das Semester ist so und so lang oder ich habe so und so lang für die Bachelorarbeit oder dann ist die Deadline, wo ich einreichen will. Meine wissenschaftliche Veröffentlichung ist immer das gleiche Prinzip. Man muss sich einen Zeitplan machen und sagen, so und so viel Zeit möchte ich für Folgendes machen und den Zeitplan bitte in diesem Zeitplan unbedingt berücksichtigen, dass man eben die Sachen noch überarbeiten muss und nicht den ersten Entwurf, den man schreibt, abgibt. Wichtig ist, den Zeitplan natürlich auch einzuhalten und manchmal gibt es natürlich Sachen, die man nicht verschieben kann, wo sich der Zeitplan abändern muss, dann den Zeitplan abändern und versuchen, Ausreden zu vermeiden. Es ist relativ typisch, dass man eben beim wissenschaftlichen Schreiben daran scheitert, dass man irgendwelche Ausreden findet. Ja, ich muss erst noch mehr Referenzen finden, damit ich schreiben kann. Nein, wenn man den Plan hat, an diesem Vormittag zu schreiben, dann schreibt man da und man hält sich auch nicht mit den Referenzen auf, sondern macht das eben später. Gut, und ein wichtiger Punkt, glaube ich, der auch noch neu ist zu dem, was man in der Schule hat oder sonst an vielen Stellen auch im Studium, man sollte Feedback verlangen, man sollte Feedback willkommen heißen, auch die Kritik an einem am eigenen Wort sich darauf einstellen, dass man Feedback bekommt, weil je besser man dieses Feedback einbaut in jedem einzelnen Teil, umso besser wird man im wissenschaftlichen Schreiben und umso besser kann man sich auf Inhalte wieder konzentrieren und auch die Inhalte verbessern. Ich habe hier mal beispielhaft einen Zeitplan, einen Zeithorizont von 6,5 Jahren aufgelistet, von einer Idee für ein Paper bis zur eigentlichen Präsentation der Arbeit. Und tatsächlich ist das das laufende Beispiel, was wir auch schon, wo ihr schon Auszüge von gesehen habt. Das ist die Masterarbeit von Alexander Knüppel, die im August 2016 eingereicht wurde. Und das ist das Paper, was 2017 erschienen ist, akzeptiert wurde. Aber da ist eben ein langer Prozess dahinter, da war eine Idee, dann habe ich ein Paper dazu geschrieben, das wurde tatsächlich abgelehnt. Das heißt, das, was ihr die Teile, die Auszüge zu einem früheren Entwurf, die ich euch gezeigt habe, die habe ich geschrieben und ja, das wurde abgelehnt. Und das hat Gründe, warum es abgelehnt wurde. Ich habe in dem letzten Teil über Belated Work gesprochen und euch schon erklärt, warum es eigentlich abgelehnt wurde. Ich habe dann überlegt, gut, da braucht es offensichtlich noch mehr Forschung. Es war nicht related zu meinem Doktorarbeitsthema. Das heißt, ich habe eine Masterarbeit ausgeschrieben. Der Masterarbeitsstudent hat das auch, ich habe nach ja, so 1,5 Jahren dann Masterarbeitsstudent gefunden. Der hat damit angefangen, war ein halbes Jahr nicht erreichbar. Dann kam, ist er wieder aufgetaucht, hat für 2 Wochen gearbeitet. Seitdem habe ich ihn nie wieder gesprochen und er hat auch nicht mehr auf E-Mails reagiert. Ist jetzt sicherlich eher ein Einzelfall, das ist nicht der Standardfall, aber das heißt natürlich für mich auch, das sind 1,5 Jahre, die da verschenkt waren, bis ich mich entschlossen habe, das Thema neu auszugeben und das wieder einem Studenten zu geben. Der Student war dann glücklicherweise Alexander Knüppel, vermutlich einer der fähigsten Abschlussarbeiter, die ich je hatte und deswegen sozusagen auch die beste Arbeit. Aber er kam nicht zwingend einfach nur mit den besten Voraussetzungen, sondern er hat sich jedes Feedback zu Herzen genommen und wir konnten ganz viel über Inhalte reden, weil er irgendwann das wissenschaftliche Schreiben so perfektioniert hatte. Nichtsdestotrotz, die Arbeit veröffentlicht, wir haben gesagt, da kamen gute Sachen raus, das haben wir als Paper veröffentlicht, aber auch das war nochmal ein Dreivierteljahr, dann ist nochmal ein Vierteljahr vergangen, bis er das vorgestellt hat und dann haben wir uns entschieden, diese wissenschaftliche Veröffentlichung von Alexander 2017, die habe ich 2018 im März hier in Ulm vorgestellt auf einer deutschen Konferenz, die der Matthias Tichy organisiert hat. Insofern schließt sich der Kreis, das war da sozusagen auch mein Besuch in Ulm und ein Jahr später habe ich mich hier auf eine offene Professur beworben und das hat glücklicherweise geklappt. Aber es ist ein langer Prozess und sind jetzt, je nachdem wie man zählt, ein oder zwei Publikationen von 100, die ich habe. Was aber zeigt, dass da eigentlich ein Riesenprozess meist dahinter steht. Ja? Und das wollte ich auch, dass er das so ein bisschen mitbekommt. Und es gibt nicht nur diese Annahme und es ist harte Arbeit, wissenschaftlich gut zu schreiben. Jetzt ist die Frage, wie kann man es eigentlich besser machen? Und dafür habe ich für euch so die wichtigsten Hashtags zusammengestellt. Und zwar erstmal ein paar Do's, also was sollte man machen? Und wir werden dann gleich zu den Don'ts kommen und typischen Fehlern.
Active Voice. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, was man jedem Deutschen sagen muss, wenn er jetzt englische Texte schreibt. Und tatsächlich bin ich inzwischen auch so weit, dass ich das auch im Deutschen mache. Wenn ich einen deutschen wissenschaftlichen Text schreibe, was relativ selten vorkommt, dann schreibe ich in dem, wir haben Folgendes gemacht. Und das ist einfach so in den Köpfen drin. Wir lehren das so, dass man im Passiv schreibt, zumindest an den meisten Schulen. Und das ist einfach so verankert, dass es den meisten schwerfällt, einfach den aktiv zu nehmen und zu sagen, wir haben irgendwas gemacht. Das heißt nicht, dass ihr gar kein Passiv benutzen sollt. Ja? Also ist discussed elsewhere hier als Beispiel. Also jemand anders hat das gemacht oder steht woanders an anderer Stelle. Natürlich ist das sinnvoll, das einzusetzen und es ist sinnvoll, das zu wechseln. Und wenn ich darüber rede, was ich gemacht habe, was mein Beitrag ist, dann sage ich eben we. Dann benutze ich den aktiv. Und wenn ich darüber rede, dass man irgendwo noch mehr nachlesen kann, dass es dazu eine Bachelor- oder Masterarbeit mit weiterführenden Informationen gibt, dann muss ich nicht immer den aktiv nehmen, sondern kann ich auch den passiv nehmen. Insbesondere sehen wir da dran, und das ist das nächste, das Hashtag we, dass man eben das wir benutzt. Und das wir benutzt man, egal ob man das alleiniger Autor ist oder nicht. Das fühlt sich für viele komisch an. Und es gibt, ja, im Prinzip zeigt sich das immer wieder. Hochkarätige Publikation, egal ob alleiniger Autor oder nicht, man schreibt einfach das Wie und es ist so viel schwerer zu lesen, wenn man das nicht macht und immer im Passiv schreibt, stattdessen. Es gibt eine Ausnahme, wenn man alleine ein Paper schreibt und in den Acknowledgements ist, da kann man sozusagen das I benutzen und kann sagen, ja, wenn ihr Bachelor oder Masterarbeit habt und wollt euch in der Danksagung sozusagen bei jemandem bedanken, dann könnt ihr da natürlich sagen, ihr bedankt euch bei jemandem. Aber im wissenschaftlichen Schreiben immer wir, das hat auch einen Zweck. Ich meine, selbst wenn ihr eine Bachelor oder Masterarbeit schreibt, wird natürlich erwartet, dass es eure Arbeit ist und dass ihr das allein macht. Aber ihr kriegt trotzdem Feedback vom Gutachter und auch das fließt mit ein und auch das zählt mit zu diesem wir. Und bei einem Paper ist das ganz klar, man schreibt es vielleicht erstmal allein, entscheidet sich dann, jemanden doch mit als Autor aufzunehmen. Über Autorenschaft habe ich im ersten Teil gesprochen. Da möchte man nicht das ganze Paper umschreiben. Also immer wir, egal ob alleine oder nicht. Dann die Zeitform. Die Zeitform sollte konsistent sein. Natürlich gibt es Stellen, wo man mal über die Vergangenheit sprechen muss. Wenn ich sage, das Experiment wurde durchgeführt und dabei ist Folgendes passiert, ja, ist vom, man musste irgendwo vom eigentlichen geplanten Ablauf abweichen, dann benutzt man vielleicht mal die Vergangenheit. Aber eigentlich, Forschung ist einfach da, Forschung vergeht auch nicht über die Zeit. Das heißt typischerweise einfach Present Tense. Jetzt ist es so, wenn ihr Definitionen macht und sagt, eine Produktlinie ist eine Menge von Softwarevarianten, dann habe ich den Begriff Produktlinie jetzt definiert und habe Singular benutzt. Wenn ich sage Produktlinien, also das Plural, Produktlinien sind Mengen von Produkten, dann weiß ich nicht, ist jetzt eine Produktlinie, sind das schon mehrere Mengen oder ist das eine Menge? Das heißt, Plural führt in Definitionen häufig zu Missverständnissen und die kann man einfach dadurch vermeiden, indem man explizit dann, wenn man sagt, das und das, um das und das geht's, wenn man da Singular benutzt. Also insbesondere, wenn man Sachen neu einführt, das muss nicht immer eine formale Definition sein, sondern es kann eben auch wirklich irgendwo im Lesefluss sein, wo ich ein Wort das erste Mal benutze. Simplify als nächstes Hashtag. Ihr solltet Non-Native Speakers, also Nicht-Muttersprachler in der englischen Sprache, solltet ihr so gut wie möglich unterstützen. Denn ihr wollt ja möglichst viele Leser erreichen, ihr wollt es möglichst einfach verständlich machen. Das heißt, einfache Sprache, einfache Worte, es reicht ein kleiner Wortschatz wirklich für wissenschaftliches Schreiben. Weil je komplexere Worte ihr nutzt, je komplexere Sätze ihr baut, je komplexer das geschrieben ist, desto weniger Personen können es verstehen und desto geringer ist euer Impact. Das heißt, man könnte fast so weit gehen und sagen, ein Nicht-Muttersprachler hat einen leichten Vorteil, wenn er sich einigermaßen gut im Englischen sozusagen auskennt, weil der natürlich einen geringeren Wortschatz hat als ein Muttersprachler im Englischen. Gut, und jetzt ein Punkt, der relativ typisch ist im Englischen, ist, dass man eben mit so einleitenden Phrasen anfängt, introductory phrases als Hashtag hier. In summary, we contribute the following, hence we, first, second, finally.
Und da ist es natürlich wichtig, also diese einleitenden Phrasen, dass man die immer mit einem Komma von dem eigentlichen Satz trennt. Und auch hier natürlich, man will nicht jeden Satz genauso anfangen lassen, kommen wir auch später nochmal drauf. Das erstmal zu den Do's und jetzt kommen wir zu den Don'ts, also was sollte man nicht machen? Es wird von euch erwartet beim wissenschaftlichen Schreiben, dass ihr formal schreibt. Also ihr solltet jeglichen Jargon und jegliche, das ist halt, es geht um das geschriebene Wort und man ist auch noch mal ein bisschen formaler als bei dem, was man jetzt in der Schule vielleicht schreibt. Man will unnötige Worte rauslassen. Ja, das ist hier mit dem Hashtag Clutter. Es gibt immer wieder Worte, die sich irgendwie einschleichen oder Sachen, die man irgendwie noch mit reinpackt in den Satz, wo man aber sagen kann, sind für den Inhalt nicht wichtig, kann ich rausstreichen. Und das ist ein typisches Beispiel, das braucht viele Jahre Erfahrung, um zu wissen, um gleich den Satz so hinzuschreiben, wo diese Worte vielleicht nicht drin sind. Und das hat man am Anfang nicht. Also muss man am Anfang einen Entwurf schreiben und im Nachhinein nochmal lesen und die Teile dann rausstreichen. Monotonie ist das gleiche in Grün. Man braucht Erfahrung da drin, nicht immer wieder die gleiche Satzstruktur zu benutzen, nicht immer wieder zu sagen, in Summary, in Conclusion, hence, immer den gleichen Satzbau dann wieder anzuschließen. Das erfordert viel Erfahrung, aber das schafft ganz viel Lebendigkeit in dem Lesen. Es macht viel mehr Spaß, was zu lesen, wenn man nicht immer den gleichen Satzbau hat. Auch dafür gibt es Ausnahmen. Wir hatten über das Nennen der eigenen Beiträge gesprochen und da seht ihr, da will man eigentlich diese Monotonie. Man will sagen, erstens habe ich das gemacht, zweitens habe ich das gemacht, drittens habe ich das gemacht. Und da ist es auch, da will man auch nicht jedes Mal ein anderes Wort finden für we sozusagen. Kommen wir auch gleich nochmal drauf. Der nächste Punkt, Hashtag ambiguous. Alles, was in irgendeiner Form mehrdeutig ist, sollten wir vermeiden. Und ich meine, das geht in zwei Richtungen. Es kann jetzt sein, dass ich einen Begriff benutze und den kann man in zwei Richtungen lesen. Dann sollte man vielleicht gucken, vielleicht gibt es doch einen Begriff, der weniger mehrdeutig ist, der noch ein bisschen genauer ist. Man sollte allerdings auch vermeiden, dass man für den gleichen Sachverhalt unterschiedliche Begriffe benutzt. Ja, und das ist was, was sich wieder ganz doll von dem unterscheidet, was man meist in der Schule eingetrichtert bekommt. Keine Wortwiederholung. Ja, und es gibt auch Werkzeuge fürs wissenschaftliche Schreiben, Tech-Studio, Technik-Center, die unterkringeln euch, wenn ihr so Wortwiederholungen habt. Das ist okay, das manchmal ist das sinnvoll. Wir kommen auch gleich zu einem Fall, wo man die Wortwiederholung vermeiden will, aber nicht bei Fachbegriffen. Ja? Ich habe euch vorhin gesagt, eine Definition für eine Produktlinie und wenn ich jetzt mal Produktlinie dazu sage und mal Programmfamilie und mal modulares System und ähnliches, dann wisst ihr gar nicht, meint derjenige jetzt eigentlich unterschiedliche Sachen damit? Natürlich wären das jetzt Synonyme und man hätte so das erstmal das Gefühl, man schreibt das besser, wenn man jetzt Synonyme benutzt, aber es ist viel schwerer verständlich. Und da sind wir wieder bei dem Hauptpunkt. Ihr wollt möglichst viele Leser erreichen. Es geht um Verständlichkeit. Es geht nicht darum, dass ihr den poetischsten Text schreibt dafür. Hier ein Beispiel, wo es absolut überhaupt keinen Sinn macht, plötzlich diese Synonyme zu benutzen und zu sagen, im einen Satz sage ich we, im nächsten Satz sage ich the authors und im nächsten the ones who performed this research. Das verklausuliert das, es ist unglaublich schwafelig, es wird lang und man kann sich kaum noch auf diesen Inhalt konzentrieren, wobei es eigentlich so einfach sein könnte, immer wieder we zu benutzen. Ja, und das ist was, das braucht, zumindest nach meiner Erfahrung, für die meisten Deutschen unglaublich viel Mut und Überwindung, immer wieder we zu schreiben, überhaupt we und den aktiv zu benutzen. Gut, und noch zwei kleinere Punkte zu guter Letzt. Das eine ist Abkürzung. Abkürzungen meiden. Eigentlich Punkt. Abkürzungen meiden. Es gibt ein paar Abkürzungen, die sehr gebräuchlich sind. Hier sind ein paar Beispiele: RAM, DVD, URL, UML als Modellierungssprache, ASCII als Zeichensatz. Die sind so weit bekannt, dass man sich in einem Informatik, in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, dass man die Begriffe einfach benutzen kann. Was man aber immer wieder sieht, und da könnt ihr reingucken, guckt euch auf Google Scholar ein Paper an, was 10 Jahre alt ist, was mehr als 1000 Mal zitiert ist, und guckt euch eins an, was nur 1 bis 10 Mal zitiert ist und 10 Jahre alt ist.
Ihr werdet den Unterschied sehen, dass in dem einen Paper, was so oft zitiert ist, was leicht verständlich war, was viel Impact hat, dass es da nahezu keine Abkürzung gibt, und in dem, was nicht zitiert ist, wird es unter Umständen, je nachdem, das ist nur einer der Fehler im wissenschaftlichen Schreiben, wird es sehr wahrscheinlich viele Abkürzungen geben für neu eingeführte Sachen in dieser wissenschaftlichen Veröffentlichung, und das macht es unlesbar. Gut, und noch ein Hinweis sozusagen zum wissenschaftlichen Schreiben. Ich war mal in einem Kurs, wo ich gefragt habe, was ist denn jetzt mit dem Wort but, wenn ich damit einen Satz anfange, und muss ich da auch, ist das so eine introductory phrase, wo ich ein Komma nachsetzen muss, und da hat mich die Person, die den Kurs geleitet hat, nur schräg angeguckt und hat gesagt, warum willst du dann einen Satz mit but anfangen, das macht man gar nicht. Das heißt, dafür gibt es auch Worte, kommen wir gleich nochmal zu, ja, dann sagt man eben however, Komma, wenn man unbedingt am Anfang das haben muss, aber ansonsten ist but eben ein Wort, aber, was man eben eher in der Mitte vom Satz benutzt und nicht am Anfang. Gut, jetzt gibt es einen Punkt, und hier steht das Hashtag diesmal schon im Titel, weil das so ein prominentes Thema ist, was man durchaus irgendwie bekommen kann als allgemeines Feedback, es fehlt Kohäsion, es fehlt Zusammenhang. Roter Faden ist nicht ganz die direkte Übersetzung, aber das, was noch am nächsten kommt, im Englischen Red Line of Thoughts. Wir wollen Kohäsion haben, wir wollen Zusammenhang haben, wir wollen Sachen verstehen. Dafür müssen die Sachen, die inhaltlich nah aneinander sind, müssen auch nah aneinander stehen. Ich kann nicht 5 Absätze haben und das eine Thema oder jedes der 10 Themen, die ich behandeln will, in diesen 5 Absätzen in jedem Absatz anschneiden, und dann verstehe ich nichts. Das heißt, was wir uns überlegen müssen, ist, wenn wir einen Text schreiben, wie teile ich diesen Text auf in kohärente Absätze, und in diesen Absätzen sollte ein Thema behandelt werden pro Absatz. Im Endeffekt läuft das so, dass man in einem Absatz gewisse Fragen beantwortet und sich gewisse neue Fragen wieder ergeben. Und das Beste ist, das habe ich einmal in einem Gutachten bekommen, in einem Review von einem Peer, dass es für ihn so war beim Lesen, dass er sich Fragen gestellt hat, und wir haben die immer danach in den nächsten 1-2 Absätzen beantwortet. Das ist, passiert selten so, aber das ist der Idealfall. Ja? Ihr erzeugt Fragen im Kopf des Lesenden, und im nächsten Absatz beantwortet ihr diese Fragen, es entstehen neue Fragen, im nächsten Absatz beantwortet ihr die. Das heißt, das ist die Königsdisziplin, das ist natürlich schwer zu erreichen, aber es gibt eine Reihe von Tipps, die einen dahin führen. Eins ist, Topic Sentences. Das ist ein Thema für sich, da könnte man wahrscheinlich 90 Minuten zu füllen, wie man das richtig macht. Hier muss ganz kurz. Wir wollen genau das, was wir sagen wollen, kurz vorher nochmal sagen. Warum? Das klingt irgendwie nach Wiederholung. Ja, aber es geht um das Abstraktionslevel. Ich sage in einem Satz, worum es in diesem Absatz geht. Und der Absatz geht dann tiefer rein. Ja, man hat typischerweise irgendwie eine Behauptung, und dann muss man das Ganze begründen, und man hat mehrere Gründe dafür, die man aufliefert. Das heißt, die Behauptung ist das abstraktere Statement, und ich habe die Begründung darunter, die sind deutlich detaillierter. So, das heißt, was ist sozusagen die Aufgabe von einem solchen Topic Sentence ist, man verknüpft das Wissen, was der Leser hat, aus den vorherigen Absätzen oder vielleicht sogar aus dem direkt vorherigen, mit dem Wissen aus dem neuen Absatz und stimmt ihn darauf ein, um was geht es gleich, um welche Details geht es gleich, damit man sich gedanklich darauf einstimmen kann, dass es jetzt wieder tiefer reingeht. Dann kommt der eigentliche Inhalt vom Satz, zum Beispiel diese Gründe für diese Behauptung, und am Ende ist es gut, nochmal aufzutauchen. Und nicht quasi auf dem, ne, starten irgendwie mit dem ersten Satz, dann haben wir ein Argument, dann haben wir noch ein Nebenargument, dann haben wir noch ein Argument und noch ein Argument, und wir gehen quasi immer weiter, und am Ende des Absatzes müssen wir im Abstraktionslevel wieder auftauchen und vorbereiten, dass der Leser gedanklich wieder auf das Level kommt von dem nächsten Absatz, der ja wieder auf einem sehr allgemeinen Level anfangen sollte. Das ist übrigens einer der typischen Fehler, ja, wenn man schreibt, dass die Absätze irgendwie wild aussehen, aber dass jeder Absatz immer tiefer reingeht, und das heißt, dass man den Leser irgendwo verliert. Also irgendwann ist ein Abstraktionslevel, wo der Leser aussteigt, und wie gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass der Leser alles verstehen kann und dass er auch irgendwo hinspringen kann und auch nochmal leicht zu dem Absatz kommen kann, indem er irgendwas nachlesen kann. Und das hier mit dem Hashtag Resurface, wir müssen also am Ende des Absatzes wieder auftauchen. Und es gibt zwei Sachen, die sich daraus eigentlich automatisch ergeben. Also wenn ich schon sage, es braucht ein Topic Sentence und es braucht ein Wiederauftauchen im letzten Satz und dazwischen brauche ich Sätze, dann brauche ich schon mal wenigstens 3 Sätze.
Wenn mir jemand einen Absatz schreibt mit einem Satz oder zwei Sätzen, das geht eigentlich nicht. Es gibt wenige Ausnahmen, wo man das vielleicht mal macht, aber eigentlich für die Standardabsätze nicht. Und andersrum gibt es das natürlich auch, dass der zu lang ist. Wenn der über zwei Seiten geht, der Absatz, dann habe ich den ersten Satz, den Topic Sentence, schon wieder völlig vergessen und dann funktioniert das Ganze auch nicht. Und das Interessante ist, selbst innerhalb von einem Satz kann man durch Umordnen der Phrasen kann man Sachen leichter verständlich und schwerer verständlich machen. Und das vielleicht was, da könnte vielleicht euch mal einen guten Satz hernehmen, aus zum Beispiel Alex Paper, und den mal versuchen umzusortieren, eine andere Reihenfolge zu bringen, die schwerer zu lesen ist, um allein das mal ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Gut, ich hatte eingangs schon gesagt, wir wollen lineares Lesen unterstützen. Das heißt nicht, dass Paper nur linear gelesen werden. Das typische Lesen von einem Paper ist, ich lese den Abstract, ich lese die Intro, vielleicht lese ich auch den Abstract, die Conclusion, dann die Intro und je nachdem, wenn es mich noch interessiert, lese ich den Rest vom Paper noch. Das ist ein relativ typisches Pattern zu lesen, aber insgesamt sollte es möglich sein, eine wissenschaftliche Veröffentlichung von vorn nach hinten durchzulesen. Und was davon natürlich gar nicht geht, ist, wenn ich sage, in der Einleitung, ja, und dieser Fachbegriff wird im zweiten Kapitel erklärt und dieser Fachbegriff wird im dritten Kapitel erklärt und den quasi vorne schon benutze. Das sind diese Vorwort-Referenzen, sozusagen, wo man eben nach vorne zeigt und sagt, da kommt das und das. Das braucht man an manchen Stellen, das ist vollkommen klar. Ja? Ich habe in der Abschlussarbeit, in einer 100 Seiten Arbeit oder in einem Buch, habe ich am Anfang irgendeinen Abschnitt, der die Struktur erklärt von der Arbeit. Da gibt es natürlich diese Zeiger nach vorne, wo man sagt, in dem und dem Abschnitt ist Folgendes zu finden. Allerdings unterscheidet sich das davon, ich muss nicht das Kapitel gelesen haben, um diese Zusammenfassung und die Struktur der Arbeit zu verstehen, sondern ich weiß einfach nur, da könnte ich jetzt hinspringen. Und das ist quasi der Unterschied. Man sollte sie also sehr gezielt einsetzen und nur an wenigen Stellen. Und es sollte nicht notwendig sein, dass man das Paper in einer anderen Reihenfolge als von vorn nach hinten liest, um es zu verstehen. Gut, und das steht hier nochmal etwas ausführlicher. Ja? Also jeden Begriff, jeden Fachbegriff muss ich erst einführen, bevor ich den benutzen kann. Gut, und das Thema ist zugegebenermaßen etwas schwer zu greifen und ich versuche euch mal eine Anleitung zu geben, wie man schlechte Kohäsion hinbekommen kann. Und tatsächlich habe ich das schon mehrfach erlebt, teilweise als Co-Autor, teilweise aber auch, dass ich Arbeiten zur Begutachtung bekommen habe, die vermutlich so oder so ähnlich entstanden sind. Also, was man machen sollte dafür, das ist natürlich jetzt insbesondere für Wissenschaft, also für Paper gemünzt, aber ihr könnt das relativ leicht übertragen für Abschlussarbeiten, was ihr dafür machen müsstet, wenn ihr schlechte Kohäsion erreichen wollt. Also erstmal braucht man mehrere Co-Autoren. Ja? Also das geht schon gar nicht, dass man das allein schreibt. Da muss man am besten mehrere Autoren haben, geht bei der Abschlussarbeit nicht, aber zufällige Autoren, nicht unbedingt die, die sich mit dem Thema gut auskennen oder gut passen, sondern einfach zufällige Autoren und möglichst, also je mehr, desto besser. Ja? Wenn wir 100 Autoren finden, würde es perfekt funktionieren. Wenn die Co-Autoren vielleicht noch nie miteinander publiziert haben, noch nie groß miteinander gesprochen haben, ist das perfekt. Was wir dann brauchen, ist so ein Treffen für vielleicht so 10 Minuten. Ja? In dem 10-minütigen Treffen wird besprochen, was für eine Veröffentlichung man machen will. Ja? Das heißt, die eine Person, der Hauptautor, teilt die Idee allen mit und danach, und das kann man auch durchaus gut während dem Essen oder in irgendeinem Meeting, wo es um was völlig anderes geht, kann man das quasi einfach mal so dazwischen schieben. Und dann, jetzt kommt der entscheidende Punkt, der entscheidende Hinweis. Was jetzt passieren muss, ist, jeder dieser Co-Autoren schreibt einen anderen Teil von dem Paper. Und die unterhalten sich auch nie wieder. Das wäre ja Verschwendung quasi von Lebenszeit, ja, wenn die sich jetzt nochmal treffen müssten. Wir wollen auch nicht irgendwas nochmal gegenlesen. Also weder das eigene Wort will man gegenlesen, man will ja nicht im Himmels Willen. Also was aus diesem Kopf raussprudelt, ist ja perfekt. Das ist der Flow, das ist das perfekte Wort, was da rausgefallen ist. Das will ich ja nicht kritisieren oder da irgendwie dran rumwerkeln. Und natürlich auch erst recht kein gegenseitiges Lesen und dann reicht man das so ein. Und ihr seht, also ich meine,
Ich habe Paper gelesen, die so geschrieben wurden nach dem Schema. Was man da sieht, ist einfach, dass jeder Abschnitt hat völlig andere Ideen, worum es eigentlich geht. Es gab einfach viel zu wenig Austausch. Das ist natürlich ein Problem, was eigentlich erst so mit mehreren Co-Autoren kommt. Aber es steckt ja auch vieles drin, was ihr für eure Seminararbeit, für eure Bachelor- oder Masterarbeit dazu beachten könnt. Natürlich muss man es mal selber gegenlesen. Natürlich sollte man andere fragen, das gegenzulesen. Kommilitonen. Nicht zwingend Leute, die direkt was mit euch zu tun haben, vielleicht auch einfach Freunde, Familie, irgendwen fragen, der was gegenliest und der euch Feedback dazu gibt. Gut, und natürlich Feedback dann immer einarbeiten und das wirklich Schritt für Schritt machen und die Sachen müssen aufeinander aufbauen und das Feedback von dem einen Teil kann man im nächsten Teil wieder verwenden. Gut, aber das sozusagen als etwas Aufheiterung mal, wie man das komplette Gegenteil von dem machen kann, was gute Kohäsion zutage fördert. Für die Kohäsion ist auch wichtig, dass man Sachen verknüpft miteinander. Wir haben viele Sätze, die wir schreiben. Wir haben jetzt über Absätze gesprochen, aber noch nicht so sehr, wie wir hängen eigentlich diese Sätze innerhalb eines Absatzes zusammen. Dafür gibt es die sogenannten Konnektiven oder Englisch Connectives, also relativ nah dran. Und da kann man relativ viel falsch machen. Also einerseits kann die monoton werden, indem man immer wieder die gleichen Konnektive benutzt, ja, indem ich immer wieder sage also, also, also oder immer furthermore, 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 furthermore. Das macht auch irgendwann überhaupt keinen Spaß mehr, das zu lesen. Das ist eintönig, das ist langweilig, unter Umständen schläft man sogar ein und hat es dann nicht gelesen in der Zeit, wo man es eigentlich lesen wollte. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Jetzt könnte jemand auf die Idee kommen und sagen: Ja, aber Thomas, du hast doch gesagt, wir sollen keine Synonyme benutzen. Ja, ihr sollt keine Synonyme benutzen für Fachbegriffe. Konnektive sind eine Ausnahme. Das sind Sachen, mit denen wir Sachen bloß verbinden wollen. Und da wollen wir diese Pluralität haben. Da wollen wir diese Diversität haben. Und da wollen wir keine Wortwiederholungen haben. Und deswegen diese Folien, die mehr oder weniger als Nachschlagewerk für euch dienen können, die könnt ihr euch irgendwo auf den Schreibtisch legen, beim Schreiben oder immer einen extra Monitor irgendwo hinstellen oder euer Handy oder wie auch immer, dass ihr die quasi parat habt und die beim Schreiben immer in diese Listen gucken könnt und gucken könnt, was habe ich denn jetzt lange nicht genommen, dann nehme ich das mal. Oder was ist aktuell vielleicht noch nicht in meinem Wortschatz. Hier ist die Größe des Wortschatzes wieder entscheidend. Hier ist es gut, wenn ihr möglichst viele von denen benutzt, damit diese Pluralität entstehen kann. Trotzdem ein Hinweis noch dazu, Hashtag too connected. Ist es im Englischen nicht üblich, dass man in jedem Satz irgendwie das mit dem vorherigen Satz verbindet? Das ist quasi too much. Ja? Also so ein Gefühl ist wahrscheinlich eher alle 3 Sätze oder alle 3 bis 5 Sätze schafft man eine solche Verbindung über Konnektiven. Und ansonsten ergibt sich das einfach über die Reihenfolge der Sätze. Und hier ist der Punkt, ja, im Englischen, aber ich meine, im Deutschen sollte man es eigentlich auch so machen. Im Deutschen sind wir auch eher geneigt, das zu stark zu verbinden und immer diese Kausalität und das hängt so zusammen. Und an vielen Stellen ist das gar nicht so nötig. Ja, es kommt einfach, wenn ich sage, und jetzt kommen die Argumente, dann kann einfach eine Liste von Sätzen kommen, die jeweils ein Argument liefern. Dann muss nicht immer First, Second, Finally davor stehen. Gut, da habe ich jetzt schon Beispiele gegeben, also adding, furthermore, moreover, in addition, and, also, to. Nicht direkt Synonyme jeweils, aber ihr seht schon, dass man, ne, man kann mal ans Ende von dem Satz das to stellen, dann haben wir nicht immer diese introductory phrase am Anfang. Das also können wir irgendwo einbinden in den Satz. Das können wir auch jedes Mal an andere Stellen stellen. Sequencing, das heißt, wir wollen irgendwie so eine Liste, eine Enumeration irgendwie klar machen. Viele Begriffe dafür, die wir nehmen können. Allerdings eine Bitte für First, Second, Third, Finally, wirklich immer nur diese Begriffe, kein Firstly, kein Secondly. Das ist einfach unüblich, das macht man nicht. Gut, und da ist auch so, also kein First ohne Second schreiben, kein Finally, ohne dass man davor irgendwie gesagt hat, was noch die anderen Teile waren. Gut, Exemplifying, das ist natürlich eine andere Art und Weise. Man geht auf ein anderes Level, man verlässt das Level, geht ein Level weiter runter, Detailgrad erhöht sich und man will sozusagen ein Beispiel geben. Und da muss man nicht immer vor Example schreiben. Und es muss auch nicht immer am Satzanfang stehen. Ja, man kann auch den Satz irgendwie anfangen, Komma vor Example und dann folgt erst das Beispiel zum. Gut.
Hier, wie gesagt, zu dieser Liste noch ein paar andere Sachen, also Kausalitäten, das ist ja relativ typisch, dass wir das brauchen irgendwie in der Wissenschaft, dass wir irgendwie sagen wollen, das hängt von dem ab und wir haben jetzt diese Liste von Gründen gehört und deswegen ist das so und so. Und auch da wollen wir nicht immer Hence, Hence, Hence lesen, das ist relativ typisch oder sehr vor immer nur, sondern da gibt es eine Reihe von Synonymen, die wir nutzen können und bei denen wir uns bedienen können. Und ihr seht auch schon auch hier wieder, caused by, as, because, because of stehen eher immer in der Mitte irgendwie vom Satz und die anderen stehen irgendwie am Anfang. Das heißt, man kann auch dadurch schon diese Pluralität schaffen. Qualifying ist auch wichtig, weil wir wollen Sachen einschränken, if, however, despite und so weiter. Auch hier schon fast Synonyme zueinander, allerdings natürlich leicht unterschiedliche Bedeutung noch und an unterschiedlichen Stellen einsetzbar. Emphasizing, damit ein bisschen vorsichtig sein, man neigt am Anfang dazu, jeden Satz überbetonen zu wollen. Jeder Satz, den er schreibt, ist wichtig. Aber es gibt vielleicht zwei oder drei Stellen auf 10 Seiten Text oder auf 50 Seiten Text, bei denen ihr besondere Aufmerksamkeit haben wollt. Und da kann man mal notably fallen lassen. Oder in particular. Ja? Das heißt, man sollte jetzt nicht in jedem Absatz Emphasis nutzen, weil dann zergeht es in dem Rest sozusagen. Gut, und dann Comparing. Also manchmal wollen wir irgendwie sagen, ne, ich habe jetzt das eine besprochen und vergleichsweise ist das andere ähnlich oder es eben gibt da Unterschiede. Und da gibt es auch eine Reihe von Begriffen, die wir irgendwie nehmen können. Und genauso zum Comparing gibt es eben Contrasting, in Contrast, otherwise. Wenn man zum Beispiel sagt, der bisherige State of the Art hat Folgendes gemacht, in contrast, we do the following. Auch ein typischer Fehler noch an der Stelle, on the other hand bitte nicht schreiben ohne on the one hand, die zwei Hände sollte es nur zusammengeben. Gut, jetzt eine Folie noch mit so typischen Fehlern beim Schreiben, die sozusagen auch mit unter die Don'ts fallen könnten, aber sozusagen eher so das Schreiben an sich befassen. Natürlich sind alle Hashtags, die da oben irgendwie stehen und schon mal irgendwie über Fehler sprechen, die könnte man hier genauso gut auflisten. Ich will jetzt nichts wiederholen, auch von dem anderen Teil, sondern einfach noch weitere Sachen. Fehlende Motivation, warum ist das eigentlich relevant? Warum mache ich das hier? Ja, der Leser will motiviert werden, er will wissen, warum sollte man sich damit auseinandersetzen? Dass das Big Picture fehlt, dass man quasi keine Übersicht hat, dass man immer nur in Details ist und nie irgendwie mal sagt, das ist meine Forschungsvision, da will ich hin. Wir hatten vorhin schon, das ist ein ähnliches Hashtag mit Argumentation Missing, glaube ich, hieß das. Hier ist noch Why. Das ist relativ wichtig. Wir wollen nicht nur sagen, das habe ich gemacht und das habe ich gemacht, dann habe ich das gemacht und dann habe ich das gemacht. Sondern wir wollen sagen, ich habe Machine Learning eingesetzt, weil bestehende Techniken zu viel manuellen Aufwand hatten und ich das automatisiert einsetzen kann. Ja, und das ist sozusagen wichtig, das immer zu begründen und nicht zu sagen, ich meine, Machine Learning macht jeder, setzt jeder ein und deswegen mache auch ich das und ich brauche das gar nicht begründen, sondern natürlich braucht man eine klare Begründung für all das, was man tut. Was man an ganz vielen Stellen falsch findet, only also, dass das an der falschen Stelle steht, es macht semantischen Unterschied, ob ich sage, I only compiled my code oder ob ich sage, I compiled only my code. Ja, einmal will ich damit sagen, ich habe den nur kompiliert und nicht getestet oder dokumentiert, zum Beispiel. Oder ich will sagen, ich habe nur meinen Code kompiliert und eben nicht deinen Code oder den Open Source Code, der in dem folgenden Repo ist. Das ist ähnlich. Hier sind die zwei Beispiele jetzt mit dem Only, das ist mit dem Also relativ ähnlich. Es bezieht sich immer auf das nächste Wort und deswegen genau überlegen, ja, das muss ein Alarmwort bei euch werden. Immer wenn ihr only oder also schreibt, dann muss man nochmal kurz drüber nachdenken, ob das an der richtigen Stelle steht, weil das kriegt das Gehirn auch typischerweise einfach erstmal nicht hin. Ja, also wir bringen was zu Papier und dieses only also steht immer erstmal an der falschen Stelle. Allows ist ein nicht reflexives Verb. Das sollte immer mit einem Subjekt verbunden werden. Ich kann nicht sagen, allows to program, weil dann fragt man sich, okay, wem erlaubt das jetzt? Sondern man schreibt dann allows developers to. Manche sagen auch, dass man allows gar nicht verwenden sollte, sondern lieber andere klassifizierendere Wörter, sowas wie spezifischere Wörter wie facilitates oder enables.
Danke an Tobias Hess an der Stelle. Misspelled als eine Sache, die wichtig ist und deswegen das Hashtag hier, Namen sind wichtig, die sollte man richtig aufschreiben. Das ist einerseits natürlich ärgerlich für die Autoren, wenn man falsch geschrieben wird, aber andererseits natürlich in der heutigen Zeit, wo man über einen Namen nach Papern sucht und wenn die überall falsch geschrieben sind, dann findet man die nicht. Dabei zwei Hinweise. Das eine ist, man sollte sich quasi bremsen, eine Autokorrektur vorzunehmen. Es gibt viele Leute, die so Umlaute automatisiert in den eigentlichen Umlaut überführen, ja, AE zu Ä. Ina Schäfer hat mich in der Postdoc-Zeit begleitet und war da mein Supervisor. Sie wird nun mal ohne Ä geschrieben und jedes zweite Mal, wenn ihr Name geschrieben wird, dann macht jemand ein Ä draus, ne? Weil er denkt, okay, gut, ich habe den jetzt irgendwo gelesen, aber da hat jemand kein Ä auf seiner Tastatur. Nein, sie wird halt einfach so geschrieben und da muss man im Zweifelsfall mal irgendwo kurz nachgucken, wie derjenige wirklich geschrieben wird oder diese Autokorrekturen einfach einstellen und lassen. Andererseits, ein bisschen Autokorrektur brauchen wir vielleicht manchmal, wenn nicht überall stehen Namen richtig. Und gerade wenn wir in der Literatur gucken von einer anderen wissenschaftlichen Arbeit und uns irgendwas angucken, stehen da die Namen vielleicht auch einfach falsch drin. Und es gibt viele Symbole, die wir in LaTeX alle ausdrücken können. Kümmert euch da einfach drum, die richtig auszudrücken. Wenn ihr selber überlegt zu publizieren, lasst das bitte alles weg, diese Symbole, die machen anderen nur Kopfschmerzen. Wenn ihr aber Autor seid und andere zitiert, versucht die trotzdem richtig hinzubekommen. Klingt ein bisschen schizophren, aber ich glaube, das ist trotzdem der Weg, den man machen will. Man will die anderen nicht verärgern, aber selbst will man es anderen auch möglichst einfach machen. Gut, es gibt noch eine Reihe von anderen typischen Fehlern. Relativ typisch ist, dass man irgendwie amerikanisches und britisches Englisch mischt. Warum? Natürlich, man liest irgendwie Paper, manche sind im amerikanischen, manche sind im britischen Englisch. Ihr solltet das eben nicht mischen. Und wenn ihr euch unsicher seid, ob amerikanisch oder britisches Englisch, dann nehmt amerikanisches Englisch, weil das ist das, in der die meiste Forschungsliteratur ist. Es hat immer so ein bisschen merkwürdigen Anschein, wenn man dann britisch schreibt, eben weil es weniger Forschungsliteratur im britischen Englisch gibt. Nichtsdestotrotz, Oxford, das Oxford-Komma sollte dabei sein. Das haben wir im Deutschen nicht. Im Englischen ist es üblich im wissenschaftlichen Schreiben bei Aufzählungen, nach dem vorletzten Element auch ein Komma zu setzen, was wir eben im Deutschen nicht haben. Das braucht ein bisschen Gewöhnung, dass man das schafft, aber das sollte man einfach setzen. Gut, zu viele Klammern sollte man vermeiden. Klammern unterbrechen den Lesefluss. Ja, wenn so eine Klammer anfängt, was sollte ich jetzt damit machen? Lese ich das jetzt trotzdem? Lese ich den Satz jetzt ohne die Klammer? Überspringe ich die Klammer? Und das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man zwei verschiedene Bedeutungen hat. Ja, wenn ihr so ein Not in Klammern setzt, man muss den Satz einmal ohne das Not und einmal mit dem Not lesen. Das ist so das Schlimmste, was man irgendwie machen kann. Wir wollen es doch möglichst einfach zu lesen machen und deswegen Klammern generell vermeiden und vor allem für mehr Mehrdeutigkeiten, sowas wie, wenn ich sagen will, es ist mal automatisch, mal semi-automatisch, das Semi in Klammern setzen, ist fürchterlich zu lesen, weil das unser Gehirn einfach so nicht verarbeiten kann. Ich muss diesen Satz zweimal lesen. Gut, und jetzt gibt es eine Reihe von lateinischen Kürzeln, confer, it est, exempli, gratia, wo die Bedeutung eben ist, dass wir entweder Sachen vergleichen, dass wir sagen, das heißt, oder eben zum Beispiel, ja, das sind sozusagen die Abkürzungen. Und da ist wichtig, diese Abkürzungen sollte man nur in Klammern benutzen, das ist ein Stilratgeber, den halten nicht, längst nicht alle ein, aber ich habe da bisher sozusagen keine Nachteile, sondern eher Vorteile davon gesehen, deswegen würde ich das auch empfehlen. Und da ist nur noch wichtig zu beachten, nach compare, das ist keine introductory phrase, sondern danach kommt kein Komma, nach den anderen beiden folgt immer das Komma. Gut, weiter, also da ist ein häufiger Fehler auch, entweder das Komma fehlt oder es steht einfach so im Satz oder die beiden Phrasen IE und IG werden quasi verwechselt. Et al. Ist eine Kurzform für et ali und das ist auch lateinisch und steht für und andere und das hat sich eingebürgert für, wenn man lange Autorenlisten hat oder eben mehr als zwei Autoren, dass man dann et al schreibt und sagt der und andere.
Und das hat sich einfach eingebürgert, das sollte man verwenden, da sollte man auch nicht jedes Mal sich jetzt was Neues für überlegen. Das ist so und da bitte nicht hinter dem Ad den Punkt machen, weil es ist nicht Etty al, sondern es ist et Ali und Ali wird abgekürzt zu al. Gut, und dazu noch einen Hinweis für alle LaTeX-Nutzer, die anderen können den Hinweis ignorieren. LaTeX erzeugt einen längeren Whitespace hinter einem Punkt und das bedeutet, wann immer wir einen Punkt machen, der kein Satzende ist, dann muss man damit geeignet umgehen und es ist empfehlenswert an den Stellen, wo man auch keinen Umbruch haben will, ein geschütztes Leerzeichen über eine Tilde zu machen in LaTeX und an den anderen Stellen dann über einen Backslash ein normales Leerzeichen zu machen, damit an der Stelle kein großer Sprung entsteht und man das Gefühl hat, an der Stelle ist der Satz zu Ende. Gut. Ein Hinweis dazu noch, diese Side Key, an der Stelle können wir jetzt eine Referenz einfügen. Ja, das ist der LaTeX oder BibTeX-Befehl dazu. Und an der Stelle ist es üblich, dass man vor diesen Referenzen eben auch keinen Zeilenumbruch haben sollte und keinen Seitenumbruch und deswegen da auch immer ein geschütztes Leerzeichen davor benutzen. Gut, in dem Teil ging es um Fehler im wissenschaftlichen Schreiben, aber auch überhaupt erstmal, warum machen wir das alles mit dem wissenschaftlichen Schreiben? Warum sollt ihr euch damit auseinandersetzen im Studium? Wir wollen euer Denken schärfen. Ihr sollt nach dem Studium im Denken anders funktionieren, effizienter funktionieren, aber auch es soll euch an ganz vielen Stellen unterstützen und es wird euch an ganz vielen Stellen unterstützen, wo ihr das vielleicht gar nicht seht. Ja, also es wird euch bei einem Vortrag später helfen, es wird euch bei jeglicher Konversation helfen, wenn ihr gut wissenschaftlich schreiben könnt. Schreiben, wissenschaftliches Schreiben ist ein Prozess, das ist nicht einfach. Ich habe die Eingebung, ich schreibe es runter und dann ist es da, sondern da gibt es ganz viele Fehler, die man machen kann. Es gibt ganz viele Sachen, wo auch gerade Deutsche sich sozusagen erstmal dran gewöhnen müssen, immer aktiv zu schreiben, wir zu benutzen und ähnliches. Und es gibt viele Tipps sozusagen in Bezug auf Kohäsion, Konnektive oder eben häufige Fehler, die man leicht vermeiden kann, wenn man sie eben weiß. Aber ihr seid ja bisher gekommen, das heißt, ihr wisst die. Was könnt ihr jetzt weitermachen? Ja, naja, erstmal, was glaube ich ganz gut ist, so als kleine Übung, sich einen guten Absatz herzunehmen, ja, aus irgendeinem Paper, wo man vielleicht auch schon erkennt, dass der ein Topic-Sentence hat und dass der irgendwie wieder auftaucht am Ende. Und versucht mal diesen Absatz schlechter zu schreiben. So schlecht, wie ihr euch das vorstellen könnt. Und versucht, möglichst viele von diesen Hashtags, die wir hier irgendwie haben, einzubauen. Ihr könnt natürlich jetzt sagen, okay, pro Satz irgendwie mindestens eine Sache macht man kaputt. Ja, vielleicht ist da irgendwo ein Only drin und das kann man die falsche Stelle stellen und ähnliches. Und dann gibt ihr das einem Kollegen, im Idealfall weiß der, kennt er den Originalsatz, Absatz nicht dazu oder guckt sich den nicht an und versucht dann mal alle Hashtags dran zu schreiben, zum Beispiel an jeden Satz. Hier für die Ulmer Studenten können wir das im Moodle machen, ja? Also dass der eine einen Satz postet und der andere als Antwort im Moodle Overflow dazu eine Antwort schreibt, in der er dran schreibt, wie das eigentlich verbessert aussehen könnte oder was eben falsch ist, mit den passenden Hashtags. Wenn ihr dann noch Lust habt, könnt ihr euch noch den vierten Teil von diesem Video angucken, streng genommen. Nicht einfach nur noch ein Teil von der Vorlesung, aber ich habe mir überlegt, ich habe relativ oder kann noch ein bisschen ausführlicher darüber erzählen, eben über diesen Prozess dieser 6,5 Jahre, wo ich vorhin mal kurz darüber erzählt habe und wen das interessiert, wie ja, Forschung, inwiefern Masterarbeiten Forschung sein können und inwiefern das zusammenspielt und wie da so ein zeitlicher Ablauf sein kann. Gerade wenn ihr demnächst zum Beispiel sowieso Abschlussarbeiten schreibt, kann das interessant sein, sich das mal anzuhören, wie der Ablauf da ist und auf was man sich da einstellen muss. Gut, das könnt ihr euch überlegen, ob ihr euch das anhört. Und ansonsten bedanke ich mich, dass ihr so weit gekommen seid und auch im dritten Teil bis hierher mitgemacht habt und bei Fragen gerne an mich wenden. Ciao!